Neues Kurzgesagt-Video, Chat, way to dank. Und wir werden es wieder tun. Kurz gesagt, lüg dich an. Ja, dann guck ich einfach den Kanal nicht mehr. Ganz im Ernst. Gibt's hier ein D-Abo und ein mag ich nicht. In jedem Video, auch in diesem hier. Denn wir brechen hochkomplexe Themen auf hübsche 10-Minuten-Filmchen runter. Aber leider ist die Realität, tja, was wohl? Genau, kompliziert. Was? Wie wir mit diesem Problem umgehen, beschäftigt uns sehr, denn es ist ganz entscheidend für das, was wir auf diesem Kanal tun. Hey Chat, ich lüge euch in jedem Stream an. Ja, ganz genau. Im Englischen heißt das Lies to Children, also Kinder quasi anlügen. Das klingt erstmal hart, aber es bedeutet etwas Kompliziertes zunächst mit einer nützlichen Vereinfachung zu erklären. Ja. Mit einer kleinen Lüge, um das Konzept einfacher verständlich zu machen. Als Kind lernen wir zum Beispiel, dass die Erde eine Kugel ist, die mit ein paar Planetenkumpeln um die Sonne kreist. In Wahrheit ist sie aber keine Kugel und ihre Kumpel sind sehr unterschiedlich groß. Wann kommt wieder und sehr weit voneinander entfernt. Bro. Indem du mit einer starken Vereinfachung anfängst, baust du eine Art Grundgerüst, auf das du trotz der kleinen Lüge später aufbauen kannst, indem du mehr Details hinzufügst und so größere Komplexität entsteht. Wo ist der Michael Beutler? Näherst du dich so der ganzen Wahrheit eines komplizierten Themas an. Wissenschaftskommunikation nutzt manchmal solche Kinderlügen, sonst wird sie zur wissenschaftlichen Bildung. Und wirkliche Bildung in auch nur einem wissenschaftlichen Feld bräuchte Jahre intensiver Auseinandersetzung, um sich wirklich auszukennen. Für uns als Menschheit ist es sehr wichtig. Okay, das verstehe ich, ne? Aber was sollten diese Kinderlügen von Max und Moritz und diesem Typen, der reinkommt mit einer Riesenschere und deine Finger abschneidet, wenn du am Daumen nuckelst, Digga? Was sollten diese Kinderlügen, Digga? Wissenschaft und ihre Fortschritte so zusammenzufassen, dass wir sie so vielen Menschen wie möglich näher bringen können. Denn wir profitieren alle davon, Moment, wenn mehr so? Menschen ein faktenbasiertes wissenschaftliches Weltbild haben. Was Wissenschaft eigentlich ist und wie sie funktioniert, werden wir uns in anderen Videos noch genauer ansehen. Sagen wir erst einmal, dass es sich um einen Prozess handelt, mit dem wir Wissen über das Universum gewinnen, ordnen, vorausberechnen und prüfen können. Den aktuellen Stand der Wissenschaft zu kennen, hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die auf Fakten und überprüfbaren Ideen basieren und nicht auf falschen Glaubenssystemen oder unserer Intuition, die sich damals entwickelt hat, um unsere Vorfahren vor sowas wie Löwen zu schützen. Der Komplexität der modernen Welt bist du damit nicht mehr gewachsen. Unser Gehirn ist schon fast grotesk schlecht auf die heutige, schnelllebige Zeit vorbereitet. Ironischerweise eine Welt, die die Wissenschaft geschaffen hat. Noch vor einigen hundert Jahren war es möglich, ein Experte auf fast allen Fachgebieten zu sein. Also heißt das, weil die Menschen schlauer wurden und die Wissenschaft weiterentwickelt wurde, wurden die Menschen dümmer? Aber im heutigen Informationszeitalter ist das völlig unmöglich, denn Wissen und Daten wachsen exponentiell. Um zumindest eine Chance zu haben, unsere Welt zu begreifen, brauchen wir Vereinfachungen, mit denen wir zwar vielleicht nicht jedes Detail ganz genau verstehen, aber eine solide Übersicht erhalten. Aha. Wissenschaft möglichst vielen Menschen näher zu bringen, ist nicht nur dazu da, Unwissende aufzuklären, sondern absolut notwendig, damit sich die Menschheit weiterentwickeln kann. Dazu brauchen wir Analogien und Geschichten, die der wahren Natur der Dinge möglichst gerecht werden, aber sich einer Sprache bedienen, die unsere Gehirne verstehen können. Physik ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Quarks werden oft blau, rot und grün und mit verschiedenen Drehrichtungen dargestellt. Schon nur durch das Wort Drehung und die Farben stellt sich unser Gehirn sofort farbige, drehende Bälle vor. Das ist super, um sich die verschiedenen Arten von Quarks und die Beziehungen zwischen ihnen vorzustellen. Das ist super, aber du bist trotzdem dumm. In unseren Köpfen entsteht dabei aber eigentlich auch ein ziemlich falsches Bild der Realität. Moleküle sehen auch überhaupt nicht aus wie auf den feinsäuberlichen Darstellungen in der Schule. Es sind surrende, vibrierende Dinge, die von etwas namens Ladung zusammengehalten werden. Was ja, aber willst du das visuell darstellen? Dinge aus uns unbekannten Gründen anziehen oder gegenseitig abstoßen. Wir beschreiben also Phänomene, von denen wir ziemlich sicher sind, dass es sie gibt. Denn unsere Rechnungen gehen auf und wir können Versuche entwerfen und ihre Ergebnisse vorhersagen, bevor wir sie überhaupt durchgeführt haben. In Wahrheit sind wir kommen direkt von Schule, wie sie denn nochmal Schule? Um so unser Wissen aufzuschlüsseln und so eine Basis für weiterführende Erklärungen zu schaffen.
Aber diese Beschreibung eines Dings ist nicht mit dem Ding selbst zu verwechseln. Was? Solche Vereinfachungen... Dings ist nicht gleich Ding? Vereinfachungen machen Sachverhalte nicht nur für Laien verständlich, sie sind auch für Experten wertvoll. In der Chemie zum Beispiel arbeiten wir mit falschen Schalenmodellen, um chemische Verbindungen zu berechnen und nutzen vereinfachte Modelle, um uns mit anderen Fachgebieten auszutauschen. Diese Vereinfachung der Wissenschaft kann aber aus verschiedenen Gründen auch ein Problem sein. Die wahre Natur der Realität aufzudecken ist richtig schwierig, denn unsere Gehirne sind nicht für diesen Job gemacht und dem Universum ist es egal, ob wir es verstehen oder nicht. Wissenschaft ist keine Maschine, die absolute Wahrheiten produziert, sondern ein Prozess, um uns nach und nach mehr Wissen zu erarbeiten. Die Antworten, die wir erhalten, sind vielschichtig und differenziert. Diese Komplexität kann mit Vereinfachungen verloren gehen. Rudy Nora, danke für 3 Monate! Wenn jemand nur eine knackige Schlagzeile im Sinn hat. Vogel entdeckt Sinn des Lebens. Eine interessante Krebsstudie verspricht dann plötzlich Heilung. Ein gesundes Nahrungsmittel wird zu einem neuen Ernährungstrend. Digga, die Reference an Rick and Morty. Solche Vereinfachungen verleihen Wissenschaft Lumpus. Eine Endgültigkeit, die ihrem prozesshaften Charakter nicht gerecht wird. Wenn die Heilung ausbleibt oder die neue Ernährungsweise doch keine Wunder vollbringt, geht das Vertrauen in die Wissenschaft verloren und plötzlich wird alle Wissenschaftskommunikation für falsch gehalten. Oder das Gegenteil ist der Fall. Wenn eine Vereinfachung zu fesselnd ist, eine Geschichte... Ich habe ja gerade das Gefühl, wir gucken uns wieder darüber an, wo NFTs erklärt werden. ...zu gut kann das verschleiern, wie kompliziert ein Sachverhalt wirklich ist. Das kann falsche Sicherheit vermitteln, eine Illusion von fundiertem Wissen vorgaukeln, ein Gefühl, dass man etwas besser versteht, als man es eigentlich tut. Das kann dazu führen, dass Menschen echte Experten ignorieren, weil sie meinen, es mit ihrem gefährlichen, oberflächlichen Halbwissen und ihrem Bauchgefühl besser zu wissen. Du weißt ja nicht alles! Das hat wiederum negative Konsequenzen für uns alle. Denn im schlimmsten Fall kann dieses übersteigerte Vertrauen in das eigene Verständnis dazu führen, dass mit ganzer Überzeugung schlechte Entscheidungen getroffen werden. Ein Beispiel sind all die Menschen, die total überzeugt Impfungen ablehnen. Oder Ich glaube, am Ende des Tages, wir bleiben immer beim gleichen Fazit. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt einen Wert, das ist zum Beispiel das Periodensystem. Es gibt Mathematik, es gibt Physik. Und mit den Werten, die man da abrechnet und die man herausfindet, kann man ansatzweise eine Wahrheit oder etwas Wahrhaftiges darstellen. Aber dass es immer noch wahr ist, heißt es nicht. Es ist aber genauer und belegter als Vermutungen und philosophische Gedanken. Ich glaube aber, im Endeffekt bleibt es immer noch philosophisch, alles, was passiert. Du kannst dich mit der Philosophie und der Mathematik auf eine Fastwahrheit einigen, aber dass man wirklich weiß, was richtig ist, ich glaube, das wird niemals der Fall sein können. Oder den Klimawandel leugnen, ohne die Sache wirklich verstanden zu haben. Wenn wir das alles bedenken und die Tatsache, dass wir mit kurz gesagt Millionen Menschen erreichen, wie können wir damit umgehen? Wir befinden uns auf einer Reise, besonders was unsere Recherchearbeit betrifft. Zu Beginn haben wir einfach nur Artikel gelesen, dann Bücher, wissenschaftliche Veröffentlichungen. Schließlich haben wir Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt und unsere Quellen gewissenhaft gesammelt. Und mit jedem Schritt haben wir erkannt, dass das noch nicht genug ist. Junge, heute, lesen wir so viele Primärquellen wie möglich, sprechen mit mehreren Experten, dokumentieren, wo wir vereinfachen und geben in unserem Quellendokument weiterführende Literatur an. Damit ist unser Prozess aber noch lange nicht fehlerfrei. Was ist zum Beispiel, wenn Expertinnen und Experten unterschiedlicher Meinung sind? Oder wenn ein wunderbarer Fakt zwar perfekt zur Geschichte passt, aber keine Primärquelle dazu zu finden ist? Wie damit umgehen, dass sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse mit hohen Ungenauigkeiten oder jede Menge einschränkenden Faktoren daherkommen? Und was ist mit komplexen Systemen, für die es keine einfachen Erklärungen gibt? Letzten Endes machen wir 10-Minuten-Videos. Wir müssen also immer entscheiden, welche Details und Erklärungen passen, welche Aspekte wir vereinfachen müssen und welche wir ganz weglassen. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Und bei jedem Video müssen wir uns neu entscheiden. Für Experten kann es schmerzhaft sein, ihr Fachgebiet so stark vereinfacht zu sehen. Die meisten finden, wir machen einen guten Job. Andere finden das nicht. Das ist in Ordnung und wahrscheinlich unvermeidbar. Wir wollen immer besser werden und unsere Prozesse und Ziele offen kommunizieren. Das alles führt uns zu dem Sinn und Zweck unserer Videos.
Das Wichtigste für uns? Wir wollen dich inspirieren, Neugierde wecken für die Wissenschaft und für das verrückte und atemberaubende Universum, in dem wir leben. Etwas zu lernen macht oft keinen großen Spaß, aber mit der richtigen Geschichte gibt es kaum etwas Besseres. Und wir hoffen, solche Geschichten zu liefern. Letztendlich wollen wir ein Feuer in dir entfachen, damit du dafür brennst, Bücher zu lesen, in der Schule oder an der Uni besser aufzupassen und dich vielleicht für ein oder zwei wissenschaftliche Felder zu begeistern, damit du auf eigene Faust mehr lernst. Nice. Nicht, weil du musst, sondern weil du mehr darüber wissen möchtest, wie die Welt wirklich funktioniert. Denn das Universum ist wunderschön und Wissenschaft ist ein Weg, diese Schönheit zu erkennen. Und hoffentlich genießt du unsere Videos immer noch genauso sehr, auch wenn du weißt, dass wir Dinge etwas vereinfachen müssen. Mit kurz gesagt wollen wir die Menschen zum Nachdenken anregen. Über sich selber, über die Welt, in der sie leben und über die Zukunft und all das Potenzial, das da noch schlummert. Naja, und natürlich auch darüber, wie riesig manche Sachen sind. Und wie man mit Wissenschaft lauter Zeug spektakulär in die Luft jagen kann, einfach weil es Spaß macht. Danke fürs Zuschauen, Teilen und Unterstützen. Ohne dich wäre das nicht möglich. Ja, glaub mal, das ist schon sehr krass vereinfacht, auf jeden Fall, Alter. Wissenschaft ist so ein kompliziertes Ding, ist kein Zufall, dass es nur Five Heads machen, so. Ist aber echt schönes Ding, also schönes Video gewesen.